So, hi und hallo mal wieder. Und ja, ihr seht wieder richtig. Die brandneuen und aktuellen Lego Star Wars Serie 2 Booster. Ja, und warum? Ich werde ruckzuck oder ganz oft Videos davon machen, weil ich möchte die Sammelmappe ganz, ganz schnell fertig kriegen. Aber dieses ist erstmal das letzte Video. Keine Angst, ich werde natürlich noch Videos machen, aber ich wurde jetzt ein paar Mal angeschrieben, weil ich ja schon so viele aufgemacht habe. Alle Multipacks, alle Blister, zwischendurch 20 Booster, 10 Booster, wie in diesem Video und noch andere. Habe ich mal mein Sammelmappen-Update-Video von der Lego Star Wars Serie 2 machen können. Werde ich nach diesen 10 Booster, werde ich sie einsortieren und dann werde ich natürlich das Sammelmappen-Update-Video machen. Wie versprochen. Aber jetzt öffnen wir erstmal wieder 10 Lego Star Wars Booster und ich hoffe natürlich, dass ich jetzt einige wieder finde, die ich noch nicht besitze, euch natürlich schöne Kartenmotive präsentieren kann. Deswegen fangen wir jetzt direkt mal an. Und ich hoffe natürlich, dass ich sehr viele Karten noch nicht habe, einordnen kann, dass mein Sammelmappen-Update-Video eben richtig schön voll wird. Und jetzt und zack. Ja, schöne Farbkombi. Aber ihr habt es vielleicht erkannt, habe ich natürlich auch schon. Und ich weiß auch nicht, warum ich im Moment auf die Serie 2 so abfeier und so viele Booster, Multipacks, Blister mir gegönnt habe. Ich wollte es einfach nur machen. Da die Comic-Karte habe ich auch schon. Kann ich ein eigenes Comic von machen. Hey, blaulastig, rotlastig. Passt. Und ihr wisst ja, das sind alles Booster-Tütchen aus meiner Multipacks, Blister und. Weil da habe ich mir ja sofort richtig viel gegönnt. Aber das wisst ihr ja, das habe ich ja in diese Blister- und Multipacks-Video ja gesagt. Und zack. Oh, Boba Fett. Auch richtig schöne Karte. Aber doppelt. Aber nichtsdestotrotz, schreibt immer auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr die Serie überhaupt findet, was ihr davon haltet. Sammelt ihr die auch so bekloppt wie ich? Wie voll ist eure Sammelmappe? Viertel, halb, dreiviertel oder sogar schon voll? All das könnt ihr für mich und alle anderen Zuschauer natürlich in die Kommentare schreiben. Und jetzt was ganz Hochwertiges und eine Ultra. Ich mache eine Boba Fett-Familie auf. Ah, es sind auch bei mir schon reichlich doppelte Karten zusammengekommen. Das bleibt aber auch nicht aus. Weil so viele Booster-Tütchen, wie ich schon geöffnet habe. Ja, so habe ich meine originale Lego-Figur. Auch mit einem Arm in einer anderen Farbe. Ja, ihr kennt das Puzzleteil schon. Das habe ich jetzt auch schon, glaube ich, 6 oder 7 Mal gezogen. Das gibt es ja wohl nicht. Und jetzt eine Ultra und ja, aber leider eine, die ich schon besitze. Auch mehrfach. Ihr kennt meine Videos. Traurig aber war. Aber das gehört nun mal dazu, wenn man Boosterkarten sammelt, dass man sehr viele Doppelte hat. Wenn es natürlich nur hochwertige sind, wäre es natürlich richtig cool. Und 20 Jahre Luke Skywalker, das ist nicht... Die Karte ist 100. Mir hat letzte Mal einer geschrieben, die liegt schon über 10 Euro. Ich habe sie natürlich auch im Internet mal verfolgt. 8,50 Euro, 12 Euro nehmen die für diese Karte. Wie gesagt, Angebot und Nachfrage.
Und die, wie ihr seht, ist keine 10, weil der Druck ist etwas verrutscht. Ihr seht, rechts ist der Rand etwas dicker wie links. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und für alle perfekten Kartensammler ist das jetzt keine 10, eine 9. Auf jeden Fall. Und die kommt natürlich nach rechts, weil die wirklich so teuer ist. Ich habe nachgeschaut. Das ist ein Hammer. Dass einige Karten schon extrem, ich sag mal, teure Preise erzielen. Aber wie gesagt, es ist immer Angebot, Nachfrage, Zustand. Aber müsst ihr auch mal so tagelang beobachten, was so diverse Karten an Wert gewinnen. Und, oh, die habe ich nicht. Da gebe ich echt zu, die habe ich nicht. Weil diese Farbkombi, die wäre mir auf jeden Fall aufgefallen. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich diese Karte besitze. Ja, doppelt, 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 doppelt. Und jetzt mal wieder eine Ultra. Wäre nicht schlecht. Und, tja, wenn man eine davon hat, warum nicht gleich zwei oder drei? Schade. Tun wir gleich erstmal wieder weg. Vorletzte Booster-Tütchen oder der ist 9. Ja. Und jetzt noch eine Ultra. Ja, habe ich gerade von gesprochen, ne? Wenn man sie nicht hat, einmal reicht auf jeden Fall. Warum nicht zwei oder dreimal? Das ist der Hammer. Ja, ist heute Wurm drin bei mir. Aber nichtsdestotrotz, hier ist es nun. Das 10. und letzte Lego Star Wars Serie 2 Booster-Tütchen vor meinem Sammelmappen-Update. Und wer diese Serie natürlich anfangen möchte, sie zu sammeln, seine Serie vervollständigen möchte, ich versuche immer irgendwas unter dem Video zu verlinken, wo ihr es sicher und bequem das auf jeden Fall bestellen könnt. Günstiger müsst ihr selber mal schauen. Teilweise ist es günstiger, wenn ihr gleich mehrere nehmt. Aber das wisst ihr ja, ist eure Entscheidung. Und jetzt öffnen wir eben 10. Booster-Tütchen. Und ich hoffe, dass ich jetzt noch eine Ultra ziehe. So, oder eben 20 Jahre. Das ist ja auch eine ziemlich hochwertige Karte. Und es ist, eine Ultra. Richtig cool. Mit der Nummer, ja, auf diese Karten ist immer die Nummer mit der Nummer 4. Schlecht zu erkennen, wenn die glitzerhaft sind. Aber nichtsdestotrotz, ihr schreibt mir jetzt wieder eure Meinung in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet. Ich versuche, irgendwas unter dem Video zu verlinken, wo ihr es sicher und bequem bestellen könnt. Ansonsten, eure Kommentare lese ich gerne durch. Schreibt, schreibt, schreibt. Wenn ihr keine Lust zum Schreiben habt, wisst ihr, lasst einen Daumen hoch da. Ansonsten war es das mal wieder. Und sage ich deshalb, wie immer, bis demnächst. Guckt hin. Und schaut zu.